Endlich ist es wieder soweit, wir können feiern und wir befinden uns hier im Jazz in the City Vienna. Aber aus welchem Grund eigentlich? Cambio feiert 8-jähriges Bestehen, aber da warten wir nicht lange. Gehen wir mal gleich zur Gründerin, Claudia Kriechbaumer. Let's go! Liebe Claudia, der heutige Abend steht unter einem ganz besonderen Motto. Aber wofür steht denn eigentlich auch Cambio? Cambio heißt auf Spanisch Verwandlung. Wir sind ja alle Make-up-Artists, das heißt, wir sind ja alle Verwandlungskünstlerinnen. Und für das haben wir uns auch dieses besondere Motto Born This Way ausgesucht. Aber Claudia, warum hast du dir denn eigentlich genau dieses Thema ausgesucht? Wir haben im Jänner eine kostenlose Add-on-Academy zu unserer Visagistenausbildung gegründet, die Mindset Academy. Und von dieser Mindset Academy haben wir ganz viele Lyrics, Songtexte von der Lady Gaga, ihrem Song Born This Way genommen, sodass jede Frau sich selbst lieben sollte. Unsere ach so oberflächliche Brosch ist gar nicht so oberflächlich und wir möchten eigentlich heute wirklich jeder Dame mit diesem Motto mitgeben, sie sollte sich selbst lieben, sie sollte sich akzeptieren, sie ist gut genug, so wie sie ist. Aber nochmal zurück zu Cambio. Welche Erfolge konntest du denn dabei verzeichnen und was sind deine nächsten Ziele, Projekte? Ich muss ganz ehrlich sagen, die Corona-Krise hat uns wirklich sehr viel aufgezeigt. Der Teamgeist, wirklich, ich bin so froh, so ein bestehendes Team zu haben. Viele von den Gästen, die wir heute begrüßen dürfen, sind wirklich von Anfang an dabei. Sprich, seit 8 Jahren sind mit uns durch Höhen und Tiefen gegangen. Aber natürlich gibt es auch wirtschaftliche Erfolge, die wir feiern können. Wir haben in der Corona-Zeit eine Online-Academy gegründet, die es uns möglich gemacht hat, wirklich bis Deutschland in die gesamte Dachregion nun Visagisten und Make-up-Artists auszubilden, als auch im Jänner habe ich ein Franchise-Unternehmen dazu gegründet und das rundet nun das Firmenkonzept perfekt ab. Und was sind deine folgenden Projekte? Ich habe einen Beauty-Talk und bin jetzt im Fernsehen sehr aktiv. Das war ehrlich gesagt persönlich eine große Herausforderung, da ich sonst immer hinter der Kamera tätig gewesen bin. Und ich möchte mich eigentlich in diesem Segment jetzt auch ein bisschen weiterentwickeln und liebe es mittlerweile. Aber liebe Claudia, heute steht ja nicht nur das Make-up im Vordergrund, sondern auch Fashion und du hast ein ganz besonderes Kleidungsstück an. Von wem ist denn dieses schöne Stück? Diese Kreation ist von Markus Spazier von der Firma Herzblut Manufaktur und ich bin mega happy damit. Ganz was anderes. Einmal Lack, Leder, Latex trage ich jetzt nicht so oft. Es schaut wundervoll aus. Was war denn deine Inspiration für diesen extravaganten Look? Ja, das Outfit ist ja aus einer bestehenden Kollektion und es war einfach perfekt für den Anlass. Endlich hat es einmal die Plattform, gerade das Collier, das spricht für sich. Es schmückt, es schaut luxuriös aus und trotzdem sexy. Liebe Nadine, der heutige Abend steht eigentlich unter dem Motto Make-up. Was verbindest du denn mit diesem Wort und was ist denn dein persönlicher Signature-Style? Einfach glamorous. Ich liebe es glamorous, auch wenn heute das Thema Lady Gaga ist, habe ich mich natürlich ein bisschen angepasst. Aber trotzdem, ich liebe glamouröses Make-up, lockige Haare, bisschen Gold-Lidschatten, das ist genau mein Stil. Ein kleines Vögelchen hat mir erzählt, du hast schon mal mit Cambio zusammengearbeitet. Wie war denn deine Erfahrung mit der Beauty Academy? Also meine Erfahrung war sehr, sehr positiv. Sie sind sehr professionell, bilden die Leute wirklich toll aus. Haare, Make-up war wunderschön. Das war ein Shooting in Wien, im Park Hyatt, kann ich mich erinnern, mit tollen Couture-Roben. Welche Projekte stehen denn jetzt bei dir an? Sehr, sehr viele Projekte. Jetzt im September geht es wieder los, nach einer kleinen Sommerpause, die wirklich nur sehr kurz war. Gerade heute ist meine neue Guest-Kampagne weltweit rausgekommen, 40 Jahre Guest, auf die ich sehr stolz bin. Und dann geht es hoffentlich im Herbst, sofern es Corona zulässt, wieder nach Amerika. Liebe Bea, wir feiern 8 Jahre Cambio. Was wünschst du denn eigentlich Cambio und was ist dein Bezug zu der Beauty Academy?
Ja, mein Bezug zur Beauty Academy, also ich habe schon sehr viel mit der Claudia und mit ihrem Team zusammengearbeitet und sie haben jedes Mal einen wahnsinnig tollen Job abgeliefert. Sie waren jetzt auch bei der Miss Europe Ball dabei und ja, also ich habe, glaube ich, fast noch nie so ein tolles Make-up gehabt wie von der Claudia. Und ja, es macht einfach Spaß, die Zusammenarbeit. Die Mädchen sind immer toll drauf und ja, es kommt auch immer ein mega schönes Resultat dabei raus. Und ja, was wünsche ich ihr? Auf jeden Fall weiterhin so viel Erfolg, wie sie schon hatte und noch mehr. Sie möchte ja expandieren oder ist sie schon dabei. Und ja, dass es einfach genauso erfolgreich wird wie die erste Beauty Academy. Apropos Miss Europe-Wahl, du hast es gewonnen. Gratuliere nochmal. Was sind deine weiteren Ziele? Was möchtest du erreichen im Leben? Ja, ich habe jetzt sehr viele Ziele. Mit dem Titel möchte ich auf jeden Fall erreichen, dass ich ein Vorbild für junge Mädchen bin. Ich möchte ihnen sagen, dass man seine Ziele erreichen kann, wenn man hart daran arbeitet. Und natürlich, ich mache ja sehr viele Charity-Projekte. Ich habe jetzt vergangenes Wochenende in Felden eine Veranstaltung gehabt zugunsten von ReVillage. Da haben wir es geschafft, dass wir 15.000 Euro aufstellen und jetzt können wir ein neues Korallenriff anbauen. Und ja, das ist jetzt eben eines der nächsten Projekte. Ich werde den Tauchschein machen, dass ich da eben direkt dabei sein kann. Und ja, ich habe auch jetzt sehr viele andere Charity-Projekte, die werden natürlich auch weiterhin unterstützt. Und ja, mit dem Titel kann man ja auch sehr, sehr gut im Ausland arbeiten und deswegen möchte ich jetzt ein bisschen in die Internationalität gehen, ein bisschen außerhalb von Österreich. Na, dann wünschen wir dir ganz viel Erfolg dabei. Danke. Dankeschön. Cambio feiert 8-jähriges Bestehen. Lieber Clemens, was wünschst du denn der Beauty Academy? Ich wünsche, dass sie weiterhin so erfolgreich bleibt, wie sie ist. Offensichtlich ist sie erfolgreich, weil sonst könnte sie nicht hier ein so ein tolles Fest veranstalten beim neuen Jazz in the City. Praktisch, dass ich gleich um die Ecke wohne, darum bin ich sowieso da und ich finde die Claudia Kriechbaumer ganz toll. Ich gehe eigentlich immer nur auf Events, wo ich irgendeinen Bezug habe, weil sonst kann man jeden Tag irgendwo anders hingehen. Und das ist eigentlich der Grund, warum ich heute da bin und weil Schönheit auch im 21. Jahrhundert auch den Mann genauso betrifft wie die Frau. Apropos, welchen Bezug hast du denn zum Make-up oder Schönheitschirurgie? Also mein Weg führt mich eher zum Schönheitschirurgen als ins Make-up-Studio, muss ich ehrlich sagen. Also vielleicht bin ich ein bisschen deplatziert, aber ich bin froh, dass ich mich nicht jeden Tag schminken muss. Ich würde mich, glaube ich, ziemlich blöd anschauen, das wird mir ziemlich auf die Nerven gehen. Aber Botoxen, das tut dann nicht so weh und das geht schneller, das mache ich öfters, als dass ich mich schminke. Aber wenn du dich mal schminken solltest, wenn ein extravaganter Look bevorsteht, auf was würdest du eher deinen Fokus setzen? Ich glaube prinzipiell einmal aufs Gesicht im Ganzen und dann besonders vielleicht auf die Augen, wenn man jetzt irgendwie eine besonders aufwendige, weiß nicht, wenn man irgendwo eingeladen ist, wo es halt wichtig ist, dass man auffällt, dann sind die Augen immer das, was am meisten auffällt. Und was steht jetzt als nächstes bei dir an? Irgendwelche Projekte? Ja, ich drehe gerade einen Film, über den ich noch nicht reden darf. Wenn es soweit ist, werdet ihr genug früh davon erfahren.